Leute, John von Team Bubble Tea hier und wir sind back wieder mit einer Bandlist, September 2014. Und jo! Oktober 2014. Bitte? Oktober 2014. Oktober, ja, Ende September. Jo, es gibt ja also nicht so viele Changes wie normal, aber das, ich glaube, das ist jetzt, wird jetzt lange so bleiben, weil man kriegt ja mehr Bandlist pro Jahr, oder? Als damals. Ja. Deswegen, keine Ahnung. Es war eh, es ist eh, glaube ich, doppelt so viel wie die letzte Bandlist. Wirklich? Da war ja fast gar nichts, Mann. Ah, okay, ja. War die vorige. Diese eine, ja. Ja, okay. Ja, wir starten mit Unband, oder? Mach mal Unband. Ja. Ja, die erste Karte, die gleich ausspricht, ist klar. Okay, also erste Karte mal Raikiki. Ich weiß nicht, was ich von der Karte halten soll. Es werden halt ziemlich viele Top-Decks wohl gegeben, weil eigentlich ist es auch gut, weil der einzige Out gegen Winter ist zum Beispiel, dass man Top decken kann, Darkhold, oder was gibt's da noch? Also einfach Monster Removal ist das wirklich halt crucial in deinem Game gerade. Und deswegen war Geki in die Karte halt trotzdem ein bisschen. Was? Ist Winter nicht dieser, der nicht betroffen ist von Zerstörung? Der andere. Der nur einmal special, dich special lässt. Okay, dann... Dann fehlt. Ja, genau, es ist ja auch gut gegen Satella Knight, das ist bei mir das Board. Ich habe keine Ahnung, was die beiden können. Ich bin da ziemlich negativ im Yu-Gi-Oh! Der letzten Monat gewesen, also von daher weiß ich nicht. Aber ich freue mich trotzdem auf Rageki. Das war ja eine ziemlich alte Karte wieder am Bandlist. Ja. Ich glaube, die war auf der ersten Bandlist und seitdem vorher war. Das ist schon ziemlich klasse eigentlich, dass Konami sowas macht, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, ich meine, Darko wurde in letzter Zeit gar nicht gespielt. Und ich meine, Rageki macht eigentlich dasselbe, also es hat nie jemand Darko aktivieren müssen, wenn er irgendwie ein fettes Feld hat oder so, das er nicht, weiß schon, ja. Deswegen, verlieren konnte. Deswegen macht, glaube ich, keinen Unterschied. Und dann, die meisten Decks, den stört es, glaube ich, eh nicht, weil, keine Ahnung, Bujin, da gibt es diese Schildkröte, glaube ich, oder diesen Hasen. Und, keine Ahnung, Noble Knight oder so. Halt alle Monster, die du eigentlich zerstören möchtest, damit du halt den Lock wegbekommst und irgendwie was machen kannst, die haben eh irgendwas dagegen. Also, ich weiß nicht, was das wirklich so ausmachen soll, das Regiki jetzt. Ja, es ist halt ein krasser Top-Deck auf jeden Fall, aber die Karte ist, man kann man schon handeln. Ja. Ich meine, das Spiel ist einfach ein bisschen langsamer geworden, also Leute spammen nicht mehr alles voll mit 5 Monstern und dann laufen die vielleicht in Mirror Force oder sogar, sondern haben halt ein Power-Monster auf dem Feld und das versuchen die halt zu schützen. Das stimmt. Außer als Zetella, oder? Ich meine, die spammen ja, oder? Ich hab keine Ahnung. Aber die machen ja auch noch einen, diesen Dreier, dann overlehnen sie auf, eh nur auf ein Monster, oder? Ja. So, wenn wir zur nächsten Karte springen. Auch. Jo. Glower Bulb, die nächste Karte. Ja, das ist halt ziemlich krass, finde ich. Also ich freue mich übelst auf die Karte. Ja. Die hätte schon früher erbannt werden sollen, finde ich, weil die macht ja Synchros wieder viable, finde ich. Also diese Plant Engine kannst du ja fast jedes Deck löschen. Und ja, die macht halt Synchros wieder gut. Auf jeden Fall. Vor allem jetzt mit Formel jetzt noch auf 3, wenn wir noch erwähnen. Ist schon ziemlich cool. Obwohl Formel auf 3 ist ein bisschen unnötig. Aber ja. Glower Bulb auf 1 finde ich ziemlich gut. Ist auch balanced auf 1. Ja, ist halt in jedem Deck spielbar. Jo. Bringt halt diese, keine Ahnung, bringt halt so alte Decks zurück. So, was als alt, also so Sylvan oder so, hat halt nie großen Erfolg, obwohl es ein bisschen gehypt war. Mit, das bringt halt so sehr das Deck. Vielleicht mit dem wird es halt ein bisschen konstanter. Auf jeden Fall. Oder keine Ahnung, Dragons, E-Dragons haben jetzt auch wieder ein bisschen Potenzial. Instant Level 8. Jo, voll. Zweimal sogar. Ah ja, Normal Summon, Synchro-Effekt und dann kann zwei Dinger rausplashen. Oh, das ist übelst krass. Ja. Okay. Nächste Karte? Über die Karte wurde einfach viel diskutiert. Das stimmt. Soul Touch auf jeden Fall. Ja. Also die meisten... Aber es ist... Sag gut zuerst. Okay, ich finde die Karte auf 1 ist... Das ist einfach ein schlechteres Rebound. Also auf 3 war sie halt overpowered, weil man sie halt öfters gesehen hat und man kann halt... ein Powerplay machen, vielleicht kannst du nächsten im Midgame oder Late Game noch ein Soldier rauswerfen, keine Ahnung. Wieder konstantes Sport oder sowas, aber auf 1. Ja, ich meine, die Karte ist immer noch stark, aber sie ist halt nicht super broken, wie auf 3 jetzt. Weil, wie gesagt, du kannst halt nicht so oft machen. Und einmal den Board raushauen, ich meine, welches Deck profitiert davon außer Shadow? Ja, also, ja, Kosten sind schon sehr hart für... Also, es sind schon gebalanced, die Kosten. Vor allem, keine Ahnung, mit 3 Emptiness oder so. Genau, voll. Kann man das halt eigentlich relativ leicht kontern.
Also, die meisten wollten ja, bevor die Liste bekannt wurde, dass es verboten wird. Nein, es wird zu arsch gewesen. Oder? Sie war einfach da. Wenn du sie hattest, war es halt gut. War einfach eine gute Karte. Also, ich meine, in manchen Decks, so wie die Dings, Dragons damals, war es halt schon ziemlich broken. Mhm. Aber das Format hat sich geändert und deswegen wurde die Karte halt unter Anführungszeichen schlechter. Es hat sie eh keine auf 3 gespielt, oder? Ja, genau, immer nur 2. Ja. Also ich spiele ja auch selber 2 Mal. Ja, auf jeden Fall wahrscheinlich gebannt nächste. Jo. Höchstwahrscheinlich. So, nächste Karte. Ich finde die Arschwind. Ja. Ich bin so traurig, dass es um 1 gekommen ist. Obwohl das Deck ist schon ein Wurzeln Deck. Auf jeden Fall ein Wurzeln Deck. Aber ich hatte halt das Blazer in der D, deswegen. Bitte. Aber wohl, das Deck ist so ein behindertes Scheißdeck, das ist nicht normal. Ja. Es hat Worlds gewonnen. Ja, wir haben einen Kitty in den Locals, der spielt die ganze Zeit Scheißdeck und fickt alle. Wir haben auch so einen Kiddy. Wir haben auch einen Kiddy Locals. Wirklich? Ja, das hat auch in Fantasy gespielt, ja. Er hat den gewonnen. ÖM. ÖM Union. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Also, auf jeden Fall. Kanntest du jetzt noch was mit auf 1? Ich kenne mich nicht so gut damit aus. Wahrscheinlich nicht, oder? Was? Ja, Infernity. Mit nur einem Ding. Du kannst halt keine Überklassenpass mehr machen. Geht nicht. Wo Ding, Soul Charge ist auch auf 1. Also, die waren auch mit 3 Soul Charge, oder? Die waren, glaube ich, eins der wenigen, die 3 Soul Charge gespielt haben. Ja, also du brauchst halt ein Special vom Grave. Und deswegen, keine Ahnung, wird das Deck halt viel, viel langsamer, weil du zuerst halt Setup machen musst mit Call und was weiß ich, den anderen Schwester. Also ich glaube nicht, dass das Deck noch gespielt wird, so mit der Arschwind of 1. Ja, ich glaube auch nicht. So wie, keine Ahnung, wie heißt der? Wind Up Magician of 1. Genau. Das kann schon noch ein paar Kombos, aber nicht mehr genug, nicht mehr konstant genug und nicht mehr hart genug. Ich habe gehört, es kommt neuer Wind-Up-Support. Es kommt noch? Neuen Infinity-Support? Nein, Wind-Up. Also Wind-Up, oh mein Gott. Bestes Deck. Hashtag Wind-Up. Ich habe das Deck so genossen damals, holy shit. Ja. Deck war so geil. Aber ja. Wird halt auch irgendwann mal jedes Deck mal gehen. Außer Dragons, die bleiben einfach dreimal, drei Formate einfach drin. Wieso? Juckt gar nicht, dass wir zum Beispiel... wurscht. Nächste Karte ist Super Poly auf 1. Was denkst du? Ist gut. Sehr gut. Ich fand die Karte ziemlich broken. Ich finde jetzt schon, dass Griff 1 gehen soll. Auch wenn nur Heroes das kapiert haben damals. Von allein der Satz, man kann nichts darauf anketten, ist broken. Ja. Und jetzt mit dem Chateau ist das so. Die Karte halt, auch wenn Chateau behind war, wenn sie die Karte resolved haben, können sie trotzdem noch Games gewinnen. Ja, ich weiß schon, also. Gut, dass sie es halt jetzt gebannt haben, weil ich glaube, also das nächste Set hat halt die anderen Elemente von Chateau. Ja, genau. Und bis dann halt die neue Liste kommt, dann wäre es, schon ausgeartet. Ja. Das waren auch alle Limitierungen auf 1. Nächste Karte. Gale, der Wirbelwind. Blackwing. Denkst du, das wird Blackwing hart pushen? Hart nicht unbedingt, aber auf jeden Fall pushen. Ja. Es ist gar nicht so. Eigentlich ist Blackwing gar nicht so schlecht, gemeint. Es ist. Ich weiß nicht. Immer wenn du es dir so anschaust, dann denkst du dir, es ist nicht schlecht, aber wenn du spielst, dann ist es halt. Ja, genau. In der Theorie schaut so geil aus. Normal summons halt einen Burger und legst ein paar verdeckt und dein Gegner flippt halt total aus, man, und kannst halt nichts machen, man. Also. Ja, aber in dem Format, glaube ich, ist es ja ein bisschen langsam, also langsamer als das vorige Format. Vielleicht könnte es da was sein. Es hat ja auch manchmal getoppt, glaube ich, das Ding. Also in den letzten Monaten oder so hat es vielleicht ein, zwei Tops gegeben. Es kommt dann langsam zurück, also. Wirbelwind zurück auf 3, dann Kalu zurück auf 3 und jetzt Gale langsam. Sie haben eh fast alle komplett, oder? Ja, jetzt fehlt nur noch ein Gale. Genau, vielleicht baue ich mir das Deck, ist nicht billig, das ist vielleicht mal testen Logos. Ja, also Synchro-Optionen gibt's jetzt auch, also ist schon nicht schlecht. Ja, eigentlich, ja, und der Effekt ist eigentlich ziemlich gut gegen Shadow. Also dieser Gale-RB-Effekt. Und mit Sirocco kannst du dann diesen Pilze, heißt der, kennst du den? Pilze, dieser Synchro, Der ist hart, man. Da kommen eins weniger Decks drüber. Okay, da gibt's nicht mehr viel zu sagen zu Gale, also das, das Deck ein bisschen pushen. Ich hab schon zu viel über den geredet. Der hat eigentlich gar nicht so viel Zeit verdient. Gods of 2. Das ist interessant. Also die Japaner haben ja auf 3, oder? Gott. Ja. Auf 3. Deswegen will ich ja kein B spielen, weil das auch ziemlich gut ist. Also nicht. Außer wenn halt Wind rausgeklatscht wird, dann wird es auch gekriegt. Ja, wieso? Special Summon kannst du ja machen. Achso, da kriegst du kein Token, gell? Ja, stimmt. Aber ich mag halt Gods in general. Ich finde, das ist eine urgute Karte. Auf jeden Fall. Ich habe doch immer mal jetzt gespielt. Aus 2. Ich weiß, das Deck ist, das Format ist halt ziemlich breakbelastig und daher. Ich weiß nicht, welche Decks ist davon klug.
Nee. Du kannst halt, es werden sicher ein paar Tests kommen in den nächsten Events, wo sowas gespielt wird. Wahrscheinlich, ja. Momentan hat die Nähe nur Froschmonarch gespielt, eigentlich. Froschmonarch finde ich auch eigentlich ziemlich so nicht so schlecht. Okay. Gibt's noch mehr zu sagen? Ich glaube nicht so gut. Gott, nee. Ich glaube, der wird nicht viel verändern, also. Ich glaube, der wird dann auch auf 3 gehen, so wie bei den Japanern dann. Ich weiß nicht, man kann nicht so viel gar nicht gegen die machen. Keine Ahnung. Okay, wurscht. Man kann eh gar nicht laufen und dann Gageki einfach aktivieren. nächste Karte. Wie ist die auf Deutsch? Waffenstillstand? Waffenstillstand, ja. Ceasefire. Ceasefire. Ja. Burn-Karte, ja. Keine Ahnung. Weiß nicht, was man dazu sagen kann. Kann maximal 2,5 Schaden machen. Ja, ist halt Chamber-Karte gewesen, hast du einmal gespielt. Oder hast du gespielt einmal? Ja. Ich glaube schon. Mehr gibt's dafür nicht zu sagen. Metal Endeck wirklich krass. Irgendwas mit der Mann. Gib Spring mit die ist trash. Nächste Karte, Auslandungsprophezeiung. Gute Sideboard-Karte. Das ist die 5 Karten, Reimisch oder was war das? 1-2. 2 Karten. Keine Ahnung. Es gab irgendwie einen Loop mit der, glaube ich, also so. Achso? Aber ich weiß nicht genau. Ich meine, ja. Ja, okay. Überspielen wir die einfach. Auch so eine unnötige Karte. Bring sie auf 2, dann wieder auf 3 und weg damit. Genauso wie die nächste Karte. Sie ist in der Fade auf 3. Das ist das normale Leben von Weg. Ja. Ich weiß noch, wo sie auf 1 gegangen sind und alle gelabert haben. Zu mächtig und so. Und die Super Rares 40 Euro oder so gegangen. Bist du behindert, dieser Guy? Okay. Ja. Und dann hat sie keiner gespielt. Ja, nix, absolut nix. Und unnötige Zauberkarten, keine Ahnung. Es gibt eigentlich nichts, was du zurückholen willst. Es gibt halt kein Primature, Reborn, Brain Control, sowas gibt's halt nicht mehr, was halt. Diese Powerkarten halt. Außer Regekids. Aber das. Ja. Wenn du halt Regekids brauchst, halt auch mal einen Vorlauf damit zu gehen, dann könnten ganz mit Brain Control oder sowas, könnte es halt instant killen. Ja. Ja. Außerdem gibt's halt viel bessere Normals. Es gibt auch viel bessere Monster als das. Die nächste Karte ist geil. Jo, wie heißt der Typ? Coach Soldier Wolfbot oder Coach Soldier Wolfbot auf 3. Einfach so von 1 auf 3. Einfach so. Ja. Viele haben halt gelabert, dass Deneb auch auf 3 ist. Satella, Deneb. Nein, nicht Deneb. Das ist der Searcher, Alter. Satella Alter. Ja, der Wolfbot von denen, oder? Ja, genau. Der ist halt genauso wie der und dann ist es halt unfair. Das ist eins von denen. Aber ich finde das richtig geil, das macht jetzt wieder plus 1 für Best Viable und Viking auf jeden Fall. Viking sind Wolfs. Firefist und Viking, ja. Klingt halt ein paar Dots zurück, aber mal schauen, ob die was reißen können. Nächste Karte. Reinforcement auf die Arme auf 3. Ich finde das behindert eigentlich, weil ich finde das nicht gut. Wieso? Es macht als Satella noch besser. Obwohl, es macht eh nicht so einen großen Unterschied. Das ist auf 2 war ja schon 3, aber keine Ahnung. Wenn Satella. Samu. Sag du zuerst. Samu hat es halt 6. Ja. Samu bestes Ding. Aber ohne Portal bringt das halt nichts. Ja, leider. Was wollte ich sagen? Ja, aber Satella Knights war von den 3 Decks eh das Schwächste, also. Die haben vielleicht einen kleinen Push gebraucht. Findest du? Ja. Das dominiert doch gerade, ne? Ja, aber von den 3 Top-Decks, war schon. Satella, Shadolo und Abyss. Burning Abyss, ja. Von den 3 war es aber das Schwächste und damit wird es vielleicht ein bisschen gestärkt. Außerdem kommt Ding, Hero, irgend so ein Hero-Deck, Starter-Deck oder so, Special und Noble Knight kommt auch noch irgendwas, also. Wahrscheinlich wollen Konami. Ich hoffe, Noble Knight explodiert nicht. Aber kann das Deck wohl? Keine Ahnung. Unser Rot auf 3. Ja, yeah, einfach. Um zukünftige Decks zu pushen. Mich nervt das. Ich hasse es natürlich einmal. Ich habe gegen das Deck gespielt, das bockt auch. Aber ja, kann man nichts machen. Pusht, nächste Karte. Formula Synchron auf 3. Formula Synchron auf 3. Es hat auf 2 nicht wirklich was gemacht. Und es wäre auch okay, wenn es auf 2 geblieben wäre mit der Bulb jetzt, finde ich. Weil öfters ein maximal 2-mal bisschen ihn nicht bringen. Oder in den Decks jetzt. Ich wüsste nicht wie, man. Du kannst ja nur einen Formel Synchro bringen. Mit einer Balb und den macht halt nicht wirklich etwas aus auf 3, finde ich. Oh Mann, aber kein Trischula wie erwartet. Ja, der Trischula war Hype war krass. Die Tage davor von der anderen Liste da. Trischula hätte ich gern gesehen eigentlich. Was war es noch eigentlich so? Predictable. Predictable, es hat keine Ahnung, Emptiness, haben viele predicted, geht auf 1, da wurde auch nichts gemacht. Das Ding ist jetzt wieder 40 oder so wert. Mann, das ist übelst krank, Mann. Ich weiß nicht, man. Was noch gefehlt hat, war irgendwas auf Artefakt. Ja, das hat mich genervt. Wieso wird kein Mold gehetet, man? Ja. Was soll das? Den einen von beiden auf 1 geben soll. Ja, eigentlich schon, ja. Hatten eigentlich auch alle erwartet, aber keine Ahnung, was da passiert ist. Was hat sonst noch so gefehlt? Was ich gern gesehen hätte. Ja, was hättest du noch gern gesehen? Eh nur Emptiness, oder? Vielleicht Tourguide oder so. Tourguide? Tourguide. Ah ja, man, Burning Abyss. Der kann ja komplett. Das ist dann halt auch hart.
Tourguide auf 2 oder so. Oder Mathematiker oder so. Das Deck outgrindet dich so hart, man. Mathematiker, langweilt auch. Das spielt auch jedes Deck irgendwie. Ja, man, die Playlist regt mich jetzt schon wieder auf, wenn ich darüber nachdenke. Was macht Magician of Fate auf 3? Und diese Auswahl muss man sagen, Ceasefire, man. Gebannt ist eigentlich echt unnötig. Alles, also alles außer die Limitierungen sind unwichtig, also beeinträchtigen das Spiel eigentlich so gar nicht. Mhm. Außer vielleicht der Wolfsburg, aber das werden wir noch sehen.